Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, hier haben wir eine kleine Abfrage, die ist auf einmal aufgetaucht. Abilities werden automatisch beim Erhalt neuer Ausrüstung erlernt. Fortfahren, ja, bist du bescheuert? Sicher nicht. Das soll alles so bleiben, wie wir es haben. Wir sollen das uns ehrlich verdienen. Gemeint ist, was ist denn gemeint? Und zwar, wenn wir Ausrüstung kriegen, wir haben ja eben zum Beispiel vorhin beim Park, haben wir ein bisschen was stibitzt, ein Armreif zum Beispiel und ein neuer Dolch für Zidane später. Ich glaube, das gehörte ihm. Und zwar hier bei Anlegen, ne? Können wir hier anlegen, Zauberstab, Lederhut etc. Und da seht ihr schon, Feuer und dahinter 0 von 25. Ja, was heißt denn das jetzt schon wieder? Ganz einfach. Wenn wir Feuer 25 Mal einsetzen, dann bleibt es. Dann können wir den Zauberstock wechseln, aber die Fähigkeit Feuer bleibt uns erhalten. Jetzt, wenn ich dort aber aktiviert hätte, das könnt ihr machen, wenn ihr selber das Spiel spielen wollt und keinen Bock habt, das zu skillen, könnte man das so machen, ja, ich bekomme jetzt einen Zauberstock oder ich bekomme jetzt eine neue Route und zack, diese Fähigkeit bleibt dann bei mir, sofort. Also da sind die 25 Mal, die man da einsetzen muss, schon erledigt. Und das ist doch stinkend langweilig, oder? Also ich finde das stinkend langweilig. Jetzt sind wir gerade am Anfang des Spiels und dann sollst du schon alles können. Ich meine, wo sind wir denn da? Wir cheaten doch nicht. Dasselbe betrifft den Lederhut, der, da wir den auch anhaben, hilft uns bei der Erlernung oder bei der, ja eigentlich schon, bei der Erlernung von Feuer. Genau. Dann haben wir einen Armreif noch bekommen, den werde ich noch aufbehalten. Da weiß ich noch nicht, wer das bekommen soll. Na, wobei, andererseits könnten wir ihm das ja schon geben. Geld und Leben, warte mal. Er kann das gar nicht lernen. Nein, warte, da geben wir das jemandem, der das Geld und Leben auch lernen kann. Ich glaube nicht, dass... Nein. Ich glaube nicht, dass er das kann. Warte mal. Nein. Kann er nicht erlernen, genauso wenig wie Kavalier. Wir könnten Vivi den Armreif belassen, weil er doch hier ein bisschen die Abwehr stärkt. Aber jo. Ja, warum eigentlich nicht? Belassen wir es mal dabei. Lassen wir es dabei. Weißt du was, ich nehme es ihm wieder weg. Ich glaube, kann man es ihm wieder wegnehmen? Ich hoffe schon. Nein, kann man glaube ich nicht, ne? Was liegt das Big? Man kann es nur tauschen. Oh doch, warte, sicher. Trottel. Was steht denn da? So, da. Ablegen. Bitteschön. Haben wir schon. Und vielleicht sogar, weil wir müssen mit ihm momentan nicht kämpfen, soweit ich weiß, könnte man theoretisch ihm auch die Lederweste wegnehmen. Für den Fall, dass wir mit einem anderen Charakter dann kämpfen müssen. Machen wir mal so, ich bin ganz schier und gemein. Ich nehme Vivi gleich alles weg. Er darf nur den Hut behalten. ja. Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel Hüte, Rüstungsteile kann man hier nicht sehen, ne? Also dadurch verändert sich die Kleidung nicht. Gut, wir machen uns jetzt weiter auf den Weg Richtung Schloss. Tudu, Touristenführer, ehrenwerter Adel aus Treno. Mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schlosse Alexandrias zu übernehmen. Haha. Noch so weit zum Hatschen. Ich krieg schon Blasen auf den Füßen. Ja, die Adeligen, ne? Da. Wenn man halt zu viel mit den Kutschen fährt und so, ne? Dann ist man das Gehen nicht mehr gewöhnt. Gewohnt. So. Was haben wir da? Schönes, eine Goblin-Karte. Und was haben wir hier? Hallo, wer bist denn du? Jö. Hippo. Boah. Sind die Adeligen aber schick angezogen. Ich hätte auch gern so einen coolen Fetzen. Und nicht so eine billige Hose da. Mit Hosenträger. Obwohl sie mir Mama gemacht hat. Aber trotzdem. Die
Einkleider wären schon cool. Gut, hier haben wir ein schwebendes Glas. Das gehört sich so. Yeah, Kampfputin-Karte erhalten. Na, wer bist denn du, hübsches Kind? Sobald ich den Laden hier übernehme, lasse ich erstmal die Treppe reparieren. Glaube ich. Ach so, du übernimmst den Laden hier? Boah, wer hat denn die Treppe so kaputt gemacht? Ja, 27 Gil. Ich hoffe nicht, dass das ihr Trinkgeld war. Aber so viel wie hier los ist, scheint das nicht der Fall zu sein. So kaputt machen die Treppe also wirklich, muss das sein? Und wer bist du? Krieg mir hier was zu trinken? Gast wird Ashley. Heute Abend wird wohl... wird das hier... Nochmal. Heute Abend wird der Laden gerappelt voll sein. Ja, ich muss mal was trinken, weil ich kann schon nicht mal richtig reden. Ja. Ach, und dennoch wird das wohl heute mein letzter Abend. Ja, ja. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Jeden Tag diese Schädelschmerzen. Und dann kommen immer solche Hampelmänner wie du daher und wollen von mir was. Als ob ich dafür zuständig wäre, denen was zu geben. Wofür habe ich denn eine Kellnerin, ne? Und wer bist du? Ein Rotmagier. Obwohl heute Abend das Theater ist, bin ich irgendwie voll Debris. Oh. Hey, Ashley, lass mal was rüberwachsen. Was haben wir hier Schönes? Oh, noch eine Portion. Das ist alles zum Heilen. Lalalalala. Oh, was steht hier? Zum Sternenhagel. Nur heute. Alexandrias beliebtester Cocktail, Brane Colada. Zum halben Preis. Fisch. Achso, jetzt kann ich nochmal lesen. Ich dachte, ich kann mit der Kleinen reden. Entschuldigung. Dann gehen wir mal weiter, ne? Die Kleine jetzt voll eilig. Am liebsten würde sie mir über den Haufen rennen. Und wer bist du? Mick. Wow. Du hast ja ein Ticket für das Theaterstück heute Abend. Wem hast denn du das denn geklaut, hein, kleiner Mann? Na, besser du löst das gleich beim Ticketschalter auf dem Marktplatz ein. Nur wenn du dir da nämlich einen Stempel geben lässt, darfst du ins Schloss, weißt du? Die sind da voll streng. Ich darf da auch nicht rein, weißt du? Voll die Arschlöcher da, aber soll man machen. Dax eat im Laden. Ob Phönixfeder, Potion oder Antidot, du kannst dich immer auf Dax-Items verlassen in der Not. Das ist schön. Mal schauen, vielleicht gibt uns ja welche. Grüße. Servus. Hereinspaziert. Was haben wir denn da? Was können wir denn brauchen? Wie viel können wir von was brauchen? Vor allem 14. Potion. Ja, dann nehmen wir da noch einen mit. Dann haben wir 15. Phönixfederlein. Würde ich sagen, nehmen wir auch eins mit. Haben wir 3. Antidot haben wir gar keins. Nehme ich vielleicht auch eins mit. Und hier auch eins. So, ja. Mal so ein bisschen was. Okay. Vierti. Servus. Danke. Schönen Tag noch. So. Lalalala. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Was haben wir denn da? Hallöchen, ihr zwei Primeln. Die Blumen Alexandria sind besonders prächtig, nicht wahr? Welchen Dünger die wohl benutzen? Ach, herrje. Die gute Luft, das muss alles damit zusammenhängen. Ja, ja. Und wer bist du? Bist du auch ein Freund von Blumen? Meine Alte steht voll drauf. Jeden Tag schenke ich ihr welche. Die kreischt und schreit durch die Gegend, dass einem gleich die Ohren wackeln vor lauter Freude. Aber was soll's. Hauptsache, sie freut sich, ne? Und wer bist du? Frau des Schmieds. Seit 30 Jahren rackern wir uns ab, um uns endlich ein Ticket für das Theater leisten zu können. Ja. Ich bin so glücklich. Ja. Was ziehe ich denn heute an? Keine Ahnung. Da. Yeah, ein Äther. Uha. Und wer bist du, Obi? Der Schmied. Da, heute mit meiner
da ich heute bei der alten ins Theater gehe, ja, ist heute aus, ab 20 Schluss da, ja. Aber morgen. Morgen kannst du kommen. Und wer bist du? Ein Waffenhändler. Boah, ey, ich hab dem schon dreimal gesagt. Ich mach gleich zu. Aber der hat wohl kein Zuhause, der arme Tropf. Und wer bist du? Leon. Welches Schwert? Welches Schwert nehme ich denn bloß? Hätte ich doch nur mehr Bares. Ja, ein bisschen mehr wird schon reichen. Ja. Was haben wir da? Komm zur Blutertruppe. Im Schloss Alexandria sind wir ständig auf der Suche nach neuen Soldaten für unsere Blutertruppe. Tapfere Recken bewerben sich also sofort. Dienst bei der Blutertruppe. Dient bei der Blutertruppe für ihre Majestät, für das Vaterland. Hauptmann der Blutertruppe. Na schön, feine Werbung. Ich glaube, das ist nichts für uns. Hallo! Moment, bist du nicht gerade der Junge von vorhin? Hippo! Meine wertvollen 3 Karten habe ich so genial versteckt. Die findet kein Mensch. Nein, nein, nein. Ja. Hallo, ihr Damen da oben. Alexandria Soldatin. Falls ihr ein Ticket habt, dann geht zum Ticketschalter und lasst euch einen Stempel geben. Bitte, sei so gut, kleiner Junge. Ins Schloss dürfen nur Adelige oder Leute im Besitz eines Tickets. Hast du meiner Kollegin gerade nicht zugehört? Ach, die Kinder von heute. Was haben wir dann hier noch? Oh Gott. Seilspringen. Üble Erinnerungen. Das ist das Einzige, was ich nicht mag am Spiel. Oh, was haben wir denn hier? Was erlaubt ihr euch, dass ihr kein Zimmer frei habt? Das soll doch wohl ein Scherz sein, sie komischer Hammel, sie. Ich bin komplett untröstlich. Wenn sie nicht reservieren und so, ne? Bursche, willst du mir dumm kommen, oder was? Ich hab extra reserviert. Was haben sie gemacht damit? Ein Klo runtergespült? Himmel, Arsch und Zwirn, so eine Sau hinter mir. Boah, Stadtmenschen, da kriegt man ja richtig Angst, ne? Puh. Ah, Opi, alles gut mit dir? Gevatter Gani. Ja, tut mir leid, ne? Heute ist alles ausgebucht. Musst halt unter der Brücke schlafen, geht nicht anders. Was haben wir hier? Da ist nichts. Ich glaube, hier drinnen war... Oh, huch. Gnädigste, Entschuldigung, mach doch Platz, Herrschaftszeiten. Siehst du nicht, dass ich da arbeiten tue? Mal schauen, ob da draußen irgendwas ist. Hallo? Nein, nur eine schöne Aussicht, aber sonst ist da leider nicht viel. Dann schau mal hier rein, da ist auch nichts, so ein Pech. Ja, ich gehe ja schon. Wo kommen die jetzt her? Ja, und das hier, ich zeig's mal kurz. Ich werd's definitiv nicht schaffen, auf gar keinen Fall. So, magst du mitspielen? Und zwar das Seilhüpfen hier ist eine, wie soll man sagen, man kann hier was bekommen, ne? Ich habe keine Ahnung was, ich habe noch nie die 100 geschafft und es soll sogar möglich sein, die 1000 zu schaffen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin froh, wenn ich 20 hinkriege. Ja. Mal schauen, ob ich es schaffe. 20 überhaupt. So. Na, 1. Super. Warte, muss ich gleich nochmal? Ja, leider. 20 will ich schaffen. Da gibt es wenigstens 10 Kill, glaube ich. Wow. Okay. Das Timing ist das Wichtige dran, ne? So. Konzentration. Ich bin jetzt mal still.
Na, wenigstens immerhin 42 Mal. Ist ja nicht so schlecht. Puh. Aber ich belasse es mal dabei. Also, wie gesagt, ich habe nicht vor, da jetzt 100% zu schaffen. Und das ist echt heftig, weil du musst nämlich immer von vorne beginnen. Also du musst wirklich die 100 bzw. die 1000 mit einem Versuch schaffen. Und das eh nix Bock haben. So, darf ich jetzt alles fertig haben? Schauen wir uns ein bisschen um, oder? Wo geht's denn hier lang? Oh, da ist jemand fleißig am Arbeiten. Hallo, Handwerker-Tante. Siehst du denn nicht? Ich bin gerade am Arbeiten. Stör mich nicht, Junge. Na gut, dann gehen wir halt, ne? Was haben wir da? Hier eröffnet bald ein Kleinkunsttheater. Betreten verboten. Oh, schade. Gibt's hier vielleicht irgendwas umsonst? Ich glaube, ich könnte zuerst das Ticket einlösen. Huch, da geht's rein. Genau. Aber hier gab's was. Ja, was haben wir da? Hurra, Augentropfen. Oh, hallo. Iria. Hallo. Da bist du ja wieder. Ach so. Wohnst du hier ganz alleine? Das kleine Mädchen, das uns vorher aufgeholfen hat. Ansonsten ist da dabei nichts. Und da geht's, glaube ich, noch ein bisschen. Da gibt's, glaube ich, noch was. Kommt mir irgendwie vor. Ah, da sitzt jemand. Matrose. Hey, Kleiner. Wenn du darüber nachdenkst, dich mit einem Boot ins Schloss zu schleichen, dann vergiss es. Ja. Hab das letztes Jahr selber so machen wollen. Aber die Ballastwachen haben mich sofort Kiel holen lassen. Diese Bastarde. Schade. Pech für dich, ne? Da ist ein Obi. Hallo, Obi. Alter Seebär. Ja, die Schiffe heutzutage fliegen ja mit der Kraft des Nebels. Aber eigentlich fuhren Schiffe ja früher auf Wasser, weißt du, Junge? Ach so, das wusste ich gar nicht. Da musst du schon sehr alt sein, dass du sowas noch weißt. Katzenfreund Tom. Meine kleine Miezekatze ist verschwunden. Katzenfreund Tom, sagst du mir, wenn du sie siehst? Aber sicher doch. Dankeschön. So, dann haben wir das hier auch schon. Und dann hier drinnen, ne? La 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 la. Oh, da ist schon was. Was haben wir denn da? Blümchen. Ui, ein Zelt. Fein. La la. Dam dam. So, ich glaube, da ist auch was. Was haben wir da? Ein Potion. Jui. Und was haben wir da? Dampi, 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 dam. Da hängt ein Seil. Da ziehen wir mal dran, oder? Huch. Juhu. Eine Truhe. Hippos wertvolle Flunderdrachenkarte gefunden. Ist ja cool. Oh, Goblinkarte und die Isegrim-Karte. Supi, wir haben seinen kleinen Schatz gefunden. Ja. Fisch. Na gut, wie geht's denn jetzt weiter? Ich würde mal sagen, wir geben einmal ganz schön und flotti unser Ticket ab. Weil, und für den Fall, dass ihr das noch nicht wisst, sobald wir nämlich das Ticket abgeben, wird gespeichert. Jo, jetzt hatte ich gehofft, dass es so passt mit dem Partende, aber das geht sich nicht ganz aus. Nee, macht nichts. Hallo, zum Ticketschalter gehen. Hallo, Ticketverkäufer. Wie kann man denn zu Diensten sein, junger Mann? Also, kannst du mir was über Alexandria erzählen? Mal nachdenken. Ja, Alexandria wird von Königin Braune regiert und ist ein prächtiges Fleckchen Erde. Ja,
das hat man ja gesehen schon beim Video. Was ist das für ein Stück heute Abend? Ja, also das ist das diesjährige Theaterstück Deine Taube möchte ich sein und dazu noch aufgeführt von der weltberühmten Schauspieltruppe Tantalus. Ah, okay. Na dann, ich habe hier ein Ticket. Könnten Sie mir das bitte abstempeln? Zeig mal her. Moment mal. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Was? Ach nein, ich habe mich schon so gefreut auf das Theaterstück. Wie gemein. Ach komm schon, Büble. Nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber schau mal. Ich schenke dir das hier. Und jetzt Kopf hoch, ja? Ui, eine Goblin-Karte. Eine Isigrim-Karte und eine Skeleton-Karte. Also, wenn du was übers Kartenspiel wissen willst, dann frag doch Seitenstraßencheck. Der ist ein echter Profi. Dankeschön. Boah, cool. Naja, vielleicht kann ich ja trotzdem irgendwie das Theaterstück anschauen oder zumindest zuhören von der Ferne. So ein Mist. Wo hat denn Papa diese Karte, also wo haben denn meine Eltern diese Karte her? Also ich denke mal, dass deine Eltern hat, zumindest wo habe ich die Karte her? Mysteriös ist das. Hoppala. Ah, oh, mein Knie. Ah. Oh. Herrschaftszeiten, weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht, Peggy. Fassbar echt, so eine Sauerei. Immer diese Jugend. Oh. Boah, das war's dann. Puh, oh, mein Rücken. Endlich Feierabend für heute. Und jetzt ein kühles, blondes. Und du, Bengel, pass auf. Das nächste Mal, ja. Hey, du da. Dein Ticket vorhin war doch eine Fälschung, oder? Jetzt sag einmal, woher weißt denn du das? Wir sind wahrscheinlich verwandt oder irgendwie sowas, ne? Ich hab dich nämlich am Schalter gesehen, weißt du? Ja, gesehen hilft ja nichts. Kannst du mit die Augen hören, oder was? Ja, war eine Fälschung. Wie kommst du denn darauf? Bist du vielleicht Seitenstraßencheck? Das können wir auch fragen. Bist du Seitenstraßencheck? Willst du mich beleidigen, oder was? Oh, Entschuldigung. Wie auch immer. Werd mein Untertan, dann nehme ich dich auch mit zum Theater. Echt, das geht? Wirst du mein Untertan? Ja gut, von mir aus. Hoffentlich verlangt er nicht allzu viel. So ist's recht. Und schon erteile ich dir deinen ersten Befehl, Kumpel. Schau, ob von drüben niemand kommt. Und ist Luft rein? Jupp. Sehr gut. Operation Leiterklau kann beginnen. Bitte was? Ja, freilich. Der Kleine kann so ohne weiteres mal die ganze Leiter... Oh, da bist du weg. Der Kerl da ist nämlich ein Gauner und wenn man denen zu nahe kommt, dann stibitzt er uns was. Hey, hier geht's lang. Die Kleine... Mach mal schneller. Ja, ja, ist schon gut. Und hier rein. Ja, ich bin ja nicht blind. Ich weiß sehr, wo du hinläufst. Komischer Kauz. Hier klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Ob da nicht was faul ist. Naja. Dann schauen wir mal. Wah, aua. Wah. Was guckst du denn so blöd? Du bist nicht freundlich, kleiner Junge. Echt. Entschuldigung. Der Kleine da ist ein Mogri. Und heißt Kubo. Kupobo. Kubo ist meine rechte Hand. Der hat das gewusst. Seid nett zueinander, jo? Sonst kannst du nicht das Theater anschauen, Freund. Guten Tag, Kubo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal auf die Speicher... Auf den... Was? Wenn du mal auf die Speicherblock... Auf die... Auf den, oder? Wenn du mal auf den Speicherblock speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns Mogris. Echt, das ist ja cool. Au ja. Und noch was, wenn du
ein Zelt dabei hast, ja, haben wir gerade vorhin eins gefunden da, dann kannst du dich schlafen legen und deine HP und MP regenerieren. Kubo. Alles Kubo? Klar, Kubo. Also, mach's gut, Kubo. Also, wir könnten dann mal los, oder? Jetzt geht er doch vor. Der Kleine hat echt... Der hat echt Kraft, ne? Na los, wo bleibst du denn? Ja, Oh, Stilskin. Bist du's, Kubo? Kubo. Bist du's, Stilskin? Diese Aufmachung. Du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kubo? Eigentlich schon. Doch. Und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Oh ja. Ach, Menno, ich vermisse dich doch jetzt schon so, Kubo. Ah, brauchst du nicht. Ich schreibe ja auch mal. Versprochen. Das ist aber nett. Kubo. Also, halt die Bommel steif, ne? Sag Moshu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. War das ein Freund von dir? Mhm, genau, Kubo. Immer auf Reisen, Kubo. Hey, meinst du, du kommst bald mal? Na dann, der ist aber eine ungeduldige Person da oben. So, bin da. Nun aber schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Was treibst du da? Jetzt komm endlich. Wie? Hast du etwa Höhenangst? Na, keine Angst. Stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Naja, ich probier's mal. Okay. Ja. Puh, hat geklappt. Hey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Der rennt einfach mal drüber, als wenn das nichts wäre. Gottes Willen. Gut, auf was man hier vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, ist, dass man schon wieder Angst hat. Nein, dass man hier bei diesen Nestern, da unten sieht man eines, da kann man nämlich dann noch was mitnehmen. Also nochmal, keine Angst. Habe ich doch gesagt. Glaub mir, die Bretter halten. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja? Und ah, um Gottes Willen. Haben also doch nicht gehalten. Ja. Naja. Aber solche Details darfst du nicht so eng sehen. Ja, genau. Also, auf geht's. Ja, der hat ja gut reden. Also, was haben wir denn hier Schönes? 29 Gil. Das dürfte das Nest einer typischen Elster sein, ne? Eine typische Elster. Rattenjunge. Ach, übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Also, Volk Schwarzmagier, Geschlecht männlich, Alter 9 Jahre jung, äußere Erscheinung, Rechtshänder. Vivi ist sein Name, ebenfalls wie bei Zidane nur maximal 8 Buchstaben zu benutzen und wir belassen den Namen bei Vivi. Aha, Vivi also. Naja, auch ein Name. Boah. Sag mal, wo hast du deine Manieren gelassen? Die hast du wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt verkauft oder was? Ich heiße Buck. Freut mich. Ja, mir auch. Halt das. Boah, ich gehe lieber schneller. Das ist nicht mehr ganz geheuer. So, der ist darüber. Achso, warte. Genau, das war so. Dann konnte man hier runter. Dann konnte man hier hin. Dann konnte man dahin. Genau. Dann hier hin. Dann dahin. Und da drüben ist noch so ein herrliches Nestelein. Mit 63 Gil. Supi. Da ist nichts normalerweise. Nein. Kann man ein bisschen sprinten. Nein, geht nicht. Geht's jetzt? Nein. So, warte. Jetzt ist die Frage, war jetzt da oben? Ja, da oben war auch eins. Genau, so war das. Boah, ey, diese Bretter, ne? Tada!
92 geht. Super. Wir sind bald stinkend reich. So reich und stinkend, das ist ein Wahnsinn. Dann brauchen wir gar keine Eintrittskarte mehr. Dann lassen sie uns allein aufgrund unseres Geruches schon rein. Dam, dam. Ich glaube, da war sonst nichts mehr. Nein. Puh. Endlich da. Und bevor wir hier jetzt weitermachen, werden wir den Part beenden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!